Und damit herzlich hallo zur Product Review von Findet Dory! 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 Dory? Ernsthaft, Disney, ihr müsst irgendwas mit euren Titeln machen. Die können nicht in jedem Land anders heißen. Das verwirrt die Zuschauer auf Dauer nur, weil Globalisierung. Und Deutschland, allen Ernstes, warum IE? Warum? Das Y ist schön, ja? Ich mag Ys, mehr Ys. Das wird schon in Wörterbüchern immer vernachlässigt. Von daher starten wir jetzt am besten nicht die Review, sondern eine Petition für Ys und werden dann irgendwann mal... Boah, meine Güte, tut das Zeug weh auf Dauer. Ich glaube, ich habe einen zu großen Kopf mittlerweile. Also, Findet Dory, eine Fortsetzung, die mal ganze 13 Jahre auf sich hat warten lassen, denn 2003, wer erinnert sich nicht, wahrscheinlich die, die da gerade geboren wurden, kam dieser Film ins Kino, Findet Nemo, den alle so super mega krass fanden, dass sich eigentlich alle gewundert haben, dass nicht sofort eine Fortsetzung kam. Aber gut Ding will Weile haben, Weile hatte es, nun steht die Frage offen, ob das Ganze auch gut war. Da ich bisher mit dem Bewertungssystem noch nicht so ganz zufrieden war, nicht wundern, gibt's diesmal ein paar kleine Änderungen, aber das... werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Der wichtigste Punkt ist jedenfalls, die Phoenix Review ist keine Phoenix Review mehr, sondern jetzt eine Magic Review. Dr. Strange wird sich freuen. Fangen wir an mit dem M, Musik und Ton. Tja, zum Ton sage ich mal vorweg Skywalker Sound, weil offenbar gibt es keine andere Soundwerkstatt mehr, die ich irgendwo mal zu Rate ziehen könnte. Deswegen hat er schon mal beim Ton sozusagen sämtliche Punkte geholt. Aber die Musik war stimmungsvoll, muss ich sagen. Nur leider jetzt nicht total überwältigend. Im Großen und Ganzen für Musik und Ton einfach mal schnell 7 Pünktchen. Aussehen. Nun, Optik und Effekte, da kann man wenig meckern bei dem Film. Wirklich wenig. Der Stil vom ersten Film wurde beibehalten. Das Ganze wurde technisch weiterentwickelt. Man hat immer schön versucht, irgendwelche realen Elemente in irgendwelche Horrorinstrumente für Fische zu verwandeln, was teilweise sehr, sehr lustige Szenen ergeben hat. Und bei der Animation kann man eigentlich nichts meckern. Man kann jetzt schlecht sagen, boah, das sah aber voll unrealistisch aus, weil es ist nun mal ein Animationsfilm. Da kannst du wenig falsch machen. Deswegen hier auch die 10 Punkte bei Aussehen. Da ich immer bei Handlung und Prämisse eh das gleiche erzählt habe, habe ich mir diesmal gesagt, warum einfach nicht beides zusammenschmeißen, also geh wie Geschichte. Nun grob angerissen, um möglichst wenig zu spoilern, worum geht's? Naja, Dory ist eingefallen, dass sie ja sowas wie Eltern hat und will ihre Eltern wiederfinden. Daraufhin schwimmt sie nach irgendwo und durch ihr Kurzzeitgedächtnisproblem ist sie ziemlich schnell verloren. Deswegen dürfen Nemo und Marlin losziehen und Dory finden. Soweit der Filmtitel. Schön ist hierbei, dass man nicht einfach nur Findet Nemo kopiert hat, indem Dory einfach so verloren geht, sondern dass sie auch einen Grund hat, um verloren zu gehen, in gewisser Weise. Das Ganze wird immer mal wieder mit so ein paar kleinen Rückblenden unterstrichen, die wirklich extrem süß sind. Und was man vielleicht abziehen könnte, so einen halben Punkt, wäre das Dingchen, das schon ziemlich viele Zufälle die Story vorantreiben, aber naja, warum nicht? Also hier 9,5 Punkte. Ikonografie. Filmwissenschaftler werden mich wahrscheinlich schlagen, dass ich Kamera und Schnitt darunter zusammenfasse, aber ich brauchte was mit I. Ist eigentlich wenig zu sagen. Kamera ist halt 0815 in Ordnung. Deswegen da die sozusagen 4 Teilpunkte. Und Schnitt war, muss ich sagen, recht schön. Sehr, sehr schön. Sehr gutes Timing, sodass auch das Publikum oft meinte, es müsste lauthals den Film unterbrechen mit Gelächter und Gepuste. Von daher hier 9 Punkte. Vielleicht dürfte aufgefallen sein, dass die Synchronisation oft unter den Tisch fällt bei diesen Reviews. Und bei Animationsfilmen gibt es außerdem Probleme mit den Schauspielern an sich. Es sei denn, man zählt sie als Synchronisation oder zählt die Synchro als Schauspiel. Und im Prinzip mittlerweile ist alles ein Punkt. Also Rollen und Schauspieler unter Characters. An sich hat jeder seine Rolle, wie schon damals, vor x Jahren ganz gut gespielt. Auch der Neuzugang, unter anderem Hank der Oktopus. War es ein Oktopus? Keine Ahnung, er hatte glaube ich nur 7 Beine. Durch Unfall bedingt. Es ist schwer, das Ganze abzuschätzen. Jedenfalls alle haben ihren Job ganz gut gemacht. Sogar Sigourney Weaver, die immer wieder ein super Gag im Publikum war. Ich glaube, in Deutschland wird das dann Claudia Pechstein sein, aber ich könnte mich irren. Preserv verschlammt. Das Gute ist, der Film heißt Findet Dory und Dory ist auch wirklich die Hauptperson dieses Films. Das heißt, Nemo und Marlin sind weit, weit im Hintergrund. Sie tauchen zwar auf, aber im Prinzip sind sie nicht wirklich relevant, würde ich sagen. Neben anderen alten Gesichtern sieht man aber auch eine Menge neue Gesichter und die machen sich eigentlich alle ganz super. Ich muss zudem sagen, dass ich die Befürchtung hatte, dass wenn man sich die Nebenfigur aus einem der Filme nimmt und daraus eine Hauptfigur in einem anderen Film macht, dass das Ganze ziemlich nach hinten losgehen kann. Banana! Hat aber erstaunlich gut funktioniert in diesem Film.
Ab und zu ist es allerdings vorgekommen, dass Dori einen extrem auf den Keks ging mit ihrem Gedächtnisverlust. Und zwar wirklich extrem. Das kann jetzt beabsichtigt worden sein, um mal durchzusickern zu lassen, wie sehr sämtliche Leute quasi auch unter ihrem Leid leiden müssen. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Allgemein tauchen ziemlich viele Personen auf, die hier und da einen Knacks haben. Ob es nun geistige Beeinträchtigungen oder körperliche Beeinträchtigungen sind, es gibt irgendwie von allem etwas. Und manchmal kommen diese Personen auch ziemlich lächerlich rüber, was vielleicht ein bisschen fragwürdig ist, aber ich will jetzt mal nicht so sein. Aus Gründen. So, jetzt wird sich der Laie sagen, okay, es sind 44,5 Punkte, rechnen wir mal 2, dann kommen wir auf 89%, aber nee. Ich wollte mal noch ein bisschen Gewichtung mit einbauen, deswegen Musik und Ton, dreifache Punktzahl. Optik und Effekte, zweifache Punktzahl. Geschichte und Handlung, doppelte Punktzahl. Kamera und Schnitt, einfache Punktzahl. Cast und Characters, doppelte Punktzahl. Warum der ganze Quatsch? Naja, theoretisch müsste Musik 50% nehmen, weil man ja immer sagt, ne, Musik nimmt so in etwa 50% der Stimmung im Film mit, aber ich wollte den anderen auch noch eine Chance geben. Ich habe ein bisschen hin und her geschoben. Wir gucken mal, wie sich das über die nächsten Reviews verteilt. Wenn wir immer wieder auf das gleiche Ergebnis kommen, dann muss ich da auch irgendwie noch irgendwas ändern. Werden wir aber hoffentlich nicht. So, wenn ich das jetzt recht überschlagen habe, dann kommen wir da unter einem Strich erstmal bei 87 Punkten raus, aber es gibt ja noch die Bonusrunde. Zum einen möchte ich nochmal einen Bonuspunkt für den Vorfilm Pieper oder Piper oder sonst wie bezeichnen. Ich hatte da erst das Problem, der Film ging los und dann war da auf einmal dieser total realistische Strand mit Wasser und all so einem Zeugen. Ich dachte mir, okay, von der Optik her haben sie ganz schön an der Schraube gedreht, das müsste jetzt leider ein Negativpunkt werden, weil sie den Stil nicht beibehalten haben. Stellte sich aber heraus, war nur der Vorfilm und ich habe selten sowas Niedliches gesehen. Das ist, wenn der Film am 29. September ins Kino kommt, geht einfach nur rein, um euch den Vorfilm anzusehen schon. Das ist herrlich. Einen weiteren Niedlichkeitspunkt bekommen noch die Rückblenden. Einfach mal so, weil sie extrem niedlich waren. Außerdem gibt es einen Bonuspunkt für Sigourney Weaver, weil darum... Weaver, Welle, verstehe. Warum nicht gleich Jaws Whedon? So, und zu guter Letzt gibt es noch zwei Bonuspunkte, die im Prinzip, also, wenn ihr keinen Bock auf Fische habt und keinen Bock auf den Vorfilm habt und keinen Bock auf gar nichts habt, dann müsstet ihr spätestens reingehen, um die künftigen Memes im Internet verstehen zu können. Denn die beiden, ich sag mal, Nebencharaktere Becky und Geralt zu sehen hier. Becky und Geralt. Herrlich. Herrlich. Wenn man auch sonst bei nichts lacht, die beiden, ich hab ein paar Leuten einfach die Bilder von den beiden gezeigt und allein der Anblick dieser beiden Leute, die Leute haben gelacht. Und jetzt stellt euch das Ganze mal in Bewegung vor. Herrlich. Macht also unterm Strich eine Bewertung für Findet Dory von immerhin schon 92%. Das waren die harten Fakten. Und ihr wisst ja, was jetzt kommt. Jetzt kommt wieder unser Daumenmännchen. Vorhang auf für Matt, den Radartechniker. Und auch bei Matt machen wir diesmal etwas ein wenig anders. Wir nehmen uns einfach einen Daumen in Ausgangsposition und werden den, je nachdem wie das Kriterium ausfällt, nach oben oder nach unten verschieben um jeweils 30 Grad. Okay, also das statische System wird immer organischer und das organische System wird immer statischer. Vielleicht fusionieren sie ja irgendwann mal. Nun, erster Teil der Sun Review, das S für Story. Also, gab es eine Story? Ja, ich glaube schon. Wurde sie zu Ende geführt? Ich glaube auch. Und hat sie den Leuten gefallen? Matt, was sagt dein Daumen? Boah, Daumen nach oben, also ziehen wir mal die Schraube etwas an. Wie unterhaltungswert. Nun... Ich kann am Publikum, glaube ich, schon sagen, so wie das mitgegangen ist, ja, unterhaltungswert. Wir sind alle total mitgegangen. Daumen hoch und anheben. Yay! N für Neues. Und gab es Neues? Naja, es gab haufenweise neue Charaktere, neue Locations, alles mögliche neu. Auch wenn es ein Sequel ist. Halt das, was ein Sequel machen sollte. Wenn es jetzt nicht unbedingt den Vorgängerfilm wiederholen will, so wie gewisse andere Filme. Ich kenne da diverse, die ich jetzt nicht beim Namen nennen will. Also, Daumen nach oben, Daumen ganz hoch. Macht also insgesamt Daumen nach oben. Danke, Matt. Macht also alles in allem einen Daumen nach oben bei 92%. Mir fällt gerade eigentlich niemand ein, den ich diesen Film nicht empfehlen würde, wenn er denn mal rauskommt. Und fällt mir jemand ein? Vielleicht irgendwelche extrem harten Zyniker, die absolut überhaupt nichts mehr in dieser Welt leiden können. Und selbst die könnten es mal versuchen, damit wieder ein bisschen happy zu werden. Aber ansonsten, groß und klein geht in diesen Film hinein. 29. September ist Stichtag
mein Gott, ist diese Review früh dran und auch irgendwie viel zu spät. Egal. Ihr habt meine Empfehlung. Und von meiner Seite aus, als dann, bis dann, bis zur nächsten Product Review. Boah, meine Güte, tut dieses Ding weh. Könnte man ja ein paar Augen draufmalen.